Hallo, ihr Lieben. Wie geht es euch? So, ich schaue mal gerade, ob ich mich selber sehe und es alles klappt. Habt ihr vielleicht gesehen, so, okay, die Überschrift, die Lösung für alle Probleme. Wow, ganz schön heftige Überschrift, oder? Aber es ist so. Ich bin jetzt hier auf meinem Business Profil live und streame das auch in der Gruppe. Und die Gruppe heißt: Finde heraus, wer du wirklich bist, sei gesund und werde finanziell belohnt dafür, du selbst zu sein. Genau. Und das ist die Lösung für alle Probleme. Finde heraus, wer du wirklich bist. Und wir haben ja alle eigentlich so ein tiefes Gefühl, immer so ein tiefes Wissen, das uns auf die Suche bringt und das uns auch immer wieder sagt, es kann es ja nicht sein. Es kann es ja nicht gewesen sein hier auf dieser Welt. Es kann, also das heißt ja so diese Sinnsuche, der Lebenssinn, der Sinn des Lebens, der Sinn der Existenz, warum wir denn hier sind. Und viel interessanter wird es natürlich dann diese Frage, wenn die Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir uns das wollen. Und die hauptsächlichen Probleme sind ja immer wieder die gesundheitlichen Probleme und dann die Geldprobleme, eigentlich beide auf gleicher Höhe. Hallo, wer auch immer da ist, ich sehe euch nicht, aber schön, dass ihr mir zuhört. Weil wir suchen ja alle nach Lösungen. Wir suchen immer nach Lösungen. Etwas läuft nicht so, wie wir es wollen. Wir wollen es anders haben. Und wir suchen danach, wie es anders sein kann. Und diese Suche, die findet im Außen statt. Die findet häufig da statt in unserem Verstand und in dem, was unser Verstand aus dem, was er sieht, was er hört, was er fühlt und natürlich, was er gelernt hat, sich alles zusammenbastelt. Und da hat unser Verstand, hat dann da so sein Reich, in dem man tätig werden kann, vor dem Hintergrund, was für uns alles wahr ist, vor dem Hintergrund, was alles sein kann, vor dem Hintergrund, was wir alles für möglich erachten. Und da fängt dann unser Verstand an zu rattern und zu machen und zu tun und Lösungen zu suchen. Und diese Lösungen, die suchen wir quasi in dem, dass wir uns einen Weg ausdenken und probieren, okay, wir probieren mal so, wir probieren es mal so, wir probieren es mal so. Und wenn das nicht gleich funktioniert und wenn das nicht gleich so ist, wie wir uns das vorstellen und wenn wir nicht sofort das Ergebnis sehen, also nicht sofort die Lösung sehen, dann suchen wir weiter. Und so sind wir eigentlich immer auf der Suche nach der Lösung. Und dabei ist die Lösung für alle Probleme eigentlich schon da. Und zwar, sie ist da, wenn wir verstehen, dass wir als Menschen nicht Haut und Knochen sind, dass wir als Menschen auch nicht unser Verstand sind, dass wir auch nicht unser Gedenke sind, dass wir auch nicht unsere Überzeugungen sind, sondern dass wir so viel mehr sind. Ihr wisst es, es gibt ganz viele Aussagen, du bist der Schöpfer. Alles klar, ich bin der Schöpfer. Wie soll ich schaffen? Was soll ich machen? Ja, der Schöpfer heißt immer noch, ja, ich muss was erschaffen. Und erschaffen, die Schwaben kennen es gut, das geht immer mit schaffe, schaffe, Häusle bauen, oder? Erschaffen hier mit meinen Händen. Da erschaffe ich, da bin ich der Schöpfer. Und das gilt es jetzt erstmal zu verstehen, dass es genau nicht um dieses schaffe, schaffe, Häusle bauen geht, mit den Händen tun, Action machen, sondern dass vor dem Tun eine ganz große Klarheit stehen muss. Und zwar eine Klarheit, wer du bist in diesem Leben und eine Klarheit dafür, was sind die Prinzipien,
nachdem das Leben läuft? Was sind die Prinzipien des Universums? Was sind denn eigentlich die göttlichen Prinzipien? Und für mich gibt es eigentlich nur zwei Prinzipien. Es gibt einmal die göttlichen Prinzipien, die perfekt sind, die aus der Haltung heraus funktionieren, dass alles da ist, dass alles in Fülle ist und dass alles perfekt ist. Das sind die göttlichen Prinzipien. Und auf der anderen Seite gibt es eben dann noch die menschlichen Prinzipien, unsere kollektiven Prinzipien. Diese ganze Fülle an Überzeugungen, was geht, was nicht geht, was möglich ist, was nicht möglich ist, wie die Sachen gemacht gehören, was die Voraussetzungen für gewisse Erfolge sind und so weiter und so fort. Das sind diese menschlichen Prinzipien, die uns anerzogen worden sind, die uns eingetrichtert worden sind, schon von Beginn an, als wir hier auf diesem Planeten Erde gelandet sind, als kleines Baby. Ja? Und da haben wir alle so ein bisschen verschiedene Prinzipien, ja? Aber wir haben auch ganz, ganz viele Prinzipien, wo wir uns finden und wo wir einer Meinung sind. Und aufgrund von diesen Prinzipien, nach unseren Überzeugungen, nach unseren Lebensprinzipien, finden wir uns in Gemeinschaften. Und ihr kennt es vielleicht auch, es geht mir ja nur ums Prinzip. Ja, diese Prinzipienreiterei, die in unserer Gesellschaft aktiv ist. Ja. Im Prinzip muss es ja so sein. Und es ist mir, eigentlich ist es mir gar nicht wichtig, aber es geht mir im Prinzip ums Prinzip. Und ich will im Prinzip eigentlich nur Recht haben mit meinem Prinzip. Und damit ich mit meinem Prinzip im Prinzip Recht habe, brauche ich natürlich Leute, die nach den gleichen Prinzipien funktionieren. Und diese Lösung für alle Probleme ist, dass wir uns aus diesen niederen, niederschwingenden, einengenden, ungläubigen Prinzipien herauslösen und quasi in diese göttliche Welt, die göttlichen Prinzipien einsteigen und dort alle Grenzen niederreißen, alle Möglichkeiten und Lösungen niederreißen und in diese unendliche Fülle an Möglichkeiten und Grenzen uns einchecken, eintunen und alles vergessen in dem Sinne, was uns begrenzt hat und was wir gelernt haben und einfach nur wirklich erkennen, dass diese materiellen, diese menschlichen Prinzipien etwas sind, was wir gelernt haben, was uns aber total einschränkt und was nicht dem wahren, universellen oder göttlichen Prinzip oder der göttlichen Ordnung entspricht. Und das zu erkennen, ja, welche Prinzipien, welche Überzeugungen verfolgst du, die dich sowas von einschränken und dort halten, wo du gerade bist und nicht erlauben, dass du dorthin kommst, wo du eigentlich sein möchtest, dass du kapierst, dass du eigentlich nur die, hallo Susi, dass du eigentlich nur die Prinzipien ändern musst, nach denen du lebst, dass du nur die Prinzipien aufknacken musst, die dich einschränken, die dir die Dinge, die du dir so sehr wünschst oder auch die Gesundheit, die du dir so sehr wünschst, die dir nicht erlauben. Ja, ich sage jetzt einfach mal, das Prinzip ist, Krebs ist in den meisten Fällen unheilbar. Das ist das Prinzip, das ist das menschliche Prinzip. Das göttliche Prinzip ist, alles ist perfekt, alles ist in perfekter Ordnung. So, und wenn du jetzt nach diesem göttlichen Prinzip lebst, lebt als Materialisierung deines Prinzips dein Körper auch nach diesem Prinzip. Solange du aber nach diesem menschlichen Prinzip lebst, lebt dein Körper eben auch nach allen menschlichen Prinzipien und Regeln. Ja, Prinzipien, Regeln. Das ist alles. Das, was du glaubst, ist wahr. Und hier geht es nicht um Glaubenssätze, um Überzeugungen, sondern hier geht es um etwas ganz, ganz Großes. Und zwar
um das, was du über dich glaubst, was du bist, ein Mensch oder ein göttliches Wesen, das ist wahr. Und wenn du dich als Mensch siehst und als Mensch von außen wahrnimmst, dann lebst du nach den menschlichen Prinzipien, die beschränkt sind und die bedingungsvoll sind, die Voraussetzungen brauchen, die Schritte brauchen, die Zeit brauchen, die Orte brauchen. Oder du fängst an, dich als göttliches Wesen zu sehen und dann lebst du mehr und mehr nach den göttlichen Prinzipien der absoluten Perfektion. Alles ist möglich, es gibt keine Einschränkungen, alles ist wirklich gesund. Und die Reflexion von meinem Geist, also auch die Reflexion von meinen Prinzipien und Überzeugungen, zeigt sich in der materiellen Welt als mein Körper, als die anderen Menschen dann draußen, als alles, was ich habe, als meine Besitztümer, als meine Beziehungen. All das ist eine Reflexion meiner Überzeugungen, meiner Prinzipien, meiner Vorstellungskraft. Ich sage es immer wieder gerne, Neville Goddard sagt ja, deine Vorstellungskraft, meine Vorstellungskraft, unsere Vorstellungskraft ist Gott. Gott ist der Schöpfer aus dem Vollen, der Schöpfer aus der Perfektion. So, und jetzt musst du an deiner Vorstellungskraft arbeiten. Und deine Vorstellungskraft wird beschränkt durch deine Prinzipien. Und wenn du deine Prinzipien aufbrichst und immer mehr und mehr nach diesen göttlichen, unbeschränkten Prinzipien lebst, desto größer wird deine Vorstellungskraft. Und desto mehr kommst du eben in deine Kraft, in deine göttliche Kraft, in dein göttliches Wesen, in dein göttliches Sein. Und dein göttliches Sein kreiert sozusagen das Paradies auf Erden. Und das sind eigentlich diese zwei Dinge, die es einfach nur zu erkennen gibt. Okay, hier sind die menschlichen Prinzipien, nach denen kann ich auch leben, die schränken mich ein. Oder ich gehe eben eine, zwei Dimensionen höher, sehe mich aus der spirituellen Sicht als a Spirit, als Geist, als Energie. Quantenphysik geht hier rein, ja? Als Herrscher des Quantenfeldes. Dazu muss ich aber auch wissen, was für eine Qualität hat eigentlich das Quantenfeld in seiner höchsten Schwingung? In seiner höchsten Schwingung, dort, wo alles eins ist, dort, wo es keine Zeit gibt, dort, wo es keine Objekte gibt. Ja, diese Schwingung, dort, wo alles schon da ist, dort, wo alles schon eins ist, eins mit mir, eins mit meiner Vorstellung, wenn ich dort in diesen Raum eintrete und wenn ich mir das erlaube für meinen Verstand, dass ich das mir sowas von verinnerliche, dass ich eben nicht dieser Prinzipienreiter, dieser menschliche Prinzipienreiter bin, dessen Prinzipien sich im Unterbewusstsein schon so festgefressen haben, sondern dass ich jederzeit bereit bin, wenn mir das Unterbewusstsein ein Prinzip hochspült oder eine Einschränkung, eine Begrenzung hochspült, dass ich jederzeit bereit bin, die in diesem unendlichen göttlichen Quantenfeldraum zu transformieren und zu sagen, okay, was ist denn die Wahrheit, wenn ich jetzt hier als göttliches Wesen mich hier betrachte? Und solange, wenn ich bereit bin, diese Wahrheit zu postulieren, immer wieder, dann programmiere ich eben auch meinen Automatismus, mein Unterbewusstsein um. Ich diese Begrenzungen immer mehr und mehr ablegen kann, diese menschlichen Begrenzungen. Dabei hilft mir eben dieses Wissen, dieses feste Wissen, mehr als Glaube, dieses klare Wissen, dass ich eben nicht dieser menschliche Körper bin, sondern dass ich dieses göttliche, geistige, perfekte Wesen bin. Und dann komme ich auch langsam aber sicher in diese Energie rein, in der
ich mich komplett annehmen und lieben kann, weil ich weiß, all meine Probleme, all meine Ablehnung, all mein Hass, all meine Einschränkungen, all mein Groll und all das, was mich trennt, bezieht sich ja auf die Geschichte meines menschlichen Wesens, auf die Geschichte der ganzen Menschlichkeit. Und wenn ich das abgelegt habe, dann komme ich mehr und mehr in diese Beziehung mit diesem göttlichen Wesen in mir, das absolut perfekt und liebend und liebevoll ist. Und diese Beziehung ist so wunderschön, diese Beziehung ist so erhebend, weil da war ja nichts in dieser spirituellen, perfekten, in diesem spirituellen, perfekten Wesen, das ich wirklich bin, das halt diese menschliche Erfahrung gemacht hat, diese menschliche Geschichte mitgeschrieben hat. Das ist ja das eine, aber das andere ist dieses perfekte Wesen, das ich einfach bedingungslos lieben kann. Und das ist dieser Teil, der von mir bedingungslos geliebt werden kann. Und das ist wirklich so eine wichtige Veränderung, die wir uns mehr und mehr erlauben dürfen für unseren Geist, für unseren Gedanken. Und jetzt habe ich da einen ganz langen Kommentar, werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Aber das ist für mich, für euch so, mir so wichtig, euch das klar zu machen. Diese Lösung für all diese Probleme liegt wirklich in dieser Klarheit über das, wer du wirklich bist. Weil dann musst du nicht mehr kämpfen auf diesen Schauplätzen des Geldmangels oder der Einschränkungen oder der Krankheit gar. Dann kannst du diese menschlichen Schauplätze sozusagen verlassen und du gehst in diese göttliche Welt, oder? Und das hat mich immer schon so angezogen, weil auch mein erster Dr. Joe Dispenza Workshop den Titel hatte A Love Affair with the Divine, also eine Liebesbeziehung, eine Liebesaffäre mit dem Göttlichen. Und für mich ist es jetzt wirklich so, diese Liebesbeziehung mit dem Göttlichen in mir, diese Liebesbeziehung mit der göttlichen Wahrheit in mir, die erlaubt mir ein absolut höchstes Maß an Selbstliebe, ein höchstes Maß an Selbstfürsorge, ein höchstes Maß an Selbstachtung und an Selbstrespekt. Und wenn dieses alles für selbst da ist, für das göttliche Selbst in mir, dann fällt es so leicht, es auch für das göttliche Selbst in den anderen zu haben. Und in diesem Moment kollabiert eben alles, was mit deiner vergangenen Geschichte zu tun hat. Das wird sowas von unwichtig. In diesem Moment hast du musst du nichts mehr vergeben, dann bist du niemandem mehr böse, dann hast du überhaupt keinen Groll mehr, weil du plötzlich dich und diese göttliche Welt mehr in den Vordergrund rückst als diese menschliche Welt, die hier gerade alles ablösen möchte, was eben nicht in der göttlichen Ordnung ist, um dann eben auch sozusagen aufzusteigen oder die nächste Dimension zu gehen, wo sie näher an Gott, näher an der göttlichen Welt ist. Und dass dieses Göttliche hat überhaupt nichts mit Kirche zu tun, nichts mit Religion, sondern es hat mit Energie zu tun. Es hat mit Schwingung zu tun und es hat mit Bewusstsein zu tun, dass du eben dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit dorthin lenkst, wo diese göttliche Perfektion und göttliche Liebe ist, ja. Und auch in so Meditationen, die Dr. Joe Dispenza führt, dann sagt er auch immer, are you aware that you are aware? Also bist du dir bewusst, bist du dir im Klaren, dass du einfach nur bewusst bist? Und da kommen wir wieder zu Neville Goddard, wo es einfach sagt, dein Bewusstsein, deine Vorstellungskraft dessen, was du bewusst bist, ist ja dessen, was du dir vorstellen kannst, was du dir sehen kannst, ist Gott. Es kommt alles wieder auf das Gleiche raus. Und es geht alles wieder um diesen gleichen Selbstfindung, diesen gleichen Lebensweg, herauszufinden, wer du wirklich bist und wie du in dieser menschlichen Welt
aus dem göttlichen Bewusstsein heraus leben kannst, agieren kannst, tätig werden kannst, kreieren kannst. Und dann wird alles leicht, ja? Weil die Schwere ist ja nur in dieser menschlichen Welt, wo Materie gegen Materie bewegt und beeinflusst werden muss. Aber in dem Moment, wo du aus dieser menschlichen Perspektive heraustrittst und in die göttliche Perspektive hineintrittst, dann siehst du eben, all das, was beschränkt ist, gar keine Beschränkung ist, sondern dass nur deine Vorstellung, deine Aufmerksamkeit, deine Vorstellungskraft, das einzige Beschränkende in deinem Sein ist. Und wenn du das aufbrichst und das loslässt, dann wird alles so, so groß. Und dann wird alles so unendlich möglich. Und dann sind alle Sachen, die du jemals gelernt hast an Regeln und Beschränkungen, einfach nur hinfällig. Und schon 1846 spricht Mary Baker Eddy von Animal Magnetismus. Also sie meint damit, diese Hypnose, die wir bekommen hier in unserer menschlichen Welt, wo uns quasi, während wir in dem frühkindlichen Stadium in diesem hypnotischen Zustand sind, in unser Unterbewusstsein all diese Beschränkungen eingelesen werden, einprogrammiert werden, nach denen wir nachher funktionieren. Und zwar so lange, bis wir da raushüpfen und die ganze Show, die ganze Machenschaft, die ganzen Spiele durchschaut haben. Gibt es auch das tolle Buch, die Florence Chauvel-Schinn, das Spiel des Lebens. Und wenn du das Spiel des Lebens durchschaut hast, dann kannst du da rausspringen, in die nächste Dimension reinspringen und aus dem höchsten göttlichen Bewusstsein heraus alles kreieren, was du möchtest, was du glaubst, was hier noch fehlt. Und dann sind wir eben wieder in der Leichtigkeit des Kindes. Und diese Leichtigkeit des Kindes ist ja das, was wir uns so sehr wünschen und so sehr auch versagen und schlimmstenfalls in unserer Gesellschaft beobachten dürfen, wie andere Menschen ihren Kindern diese Leichtigkeit versagen. Ja? Deswegen können wir uns oft auch gar nicht mehr daran erinnern, an die Leichtigkeit des Kindes, weil sie uns schon so früh versagt worden ist. Obwohl diese Leichtigkeit des Kindes unser wahrer Zustand ist, der uns wieder an unseren göttlichen Zustand erinnert und der uns unsere göttlichen Zauberkräfte, unsere göttliche grenzenlose Magie wieder erlaubt. Ja, das war jetzt ein ganz großer Exkurs. Es sollte ein Wachmacher sein für alle, die hier zuhören. Und es ist ein Weg, ja. Das ist ein Prozess, das ist ein Erkenntnisprozess. Wir sind hier, um Erkenntnisse zu gewinnen und aus diesen Erkenntnissen heraus zu leben und umzusetzen. Und das Programm, das ich jetzt habe, Divine Money, setzt einfach nur an diesen Beschränkungen, die wir nur durch Geld, weil Geld regiert ja unsere Welt, manifestiert haben. Und deswegen ist es so kraftvoll, dass wenn du anfängst, an der Baustelle oder an der Thematik Geld die Wahrheit zu erkennen und diese Thematik Geld für dich in eine göttliche Thematik, in das göttliche Geld, in das Geld, das in Fülle da ist, genauso wie der Atem, genauso wie der Sauerstoff. Ja, wenn du diesen Switch für dich kriegst mit der Thematik des Geldes, kriegst du alle anderen Bereiche deines Lebens auch hin. Sei es Business, sei es Partnerschaft, eben sei es Selbstfindung. Weil die Basis ist immer das eigene Sein, das mehr und mehr zu akzeptieren und aus dem heraus zu leben. Und das ist Übung. Und das kriegst du nicht auf der Straße, das kriegst du nicht in der Schule, das kriegst du nicht im Beruf. Und diese Übung kriegst du auch nicht aus den Büchern, sondern diese Übung kriegst du, weil du übst und weil du mit anderen übst. Und diese Energie, die wir gemeinsam haben, und diese Macht, die wir haben, wenn wir uns gegenseitig erlauben, in die Energie
oder uns von der Energie eines anderen vorausführen zu lassen oder ein Stück mitführen zu lassen. Das ist unglaublich, ja? Und das jetzt zum Positiven für uns zu nutzen und dort energetisch einzusteigen, wo es uns in die Richtung treibt, wie wir das gerne möchten, das ist so wichtig, weil unser Automatismus, unser programmiertes Sein, unser hypnotisiertes Sein, das hüpft immer in diese bekannte Energie, in diese bekannten energetischen Wege rein und zieht uns halt wieder ins Bekannte. Aber wenn wir das Bekannte loslassen wollen und in neues Leben, neue Gefilde, neue Erlebnisse einsteigen möchten, dann müssen wir dort raushüpfen. Und deswegen ist dieses Mastermind, der Mastermind-Gedanke ist so, so wertvoll. Und ich kann dich nur einladen, entweder mit mir Kontakt aufzunehmen und oder dich einfach sofort anzumelden auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Ich werde es auch nachher noch posten für das Divine Money. Ich kann auch schon so viel voraussagen. Ich habe noch zwei andere Programme in petto, habe ich schon kreiert. Und zwar ist es Divine Business für die Leute, die lieber über ihr Business, über die Idee aus ihrem Business in die Thematik einsteigen und sich dort quasi in ihr göttliches Business hinein entwickeln und die göttlichen Business-Regeln lernen. Und das nächste ist noch Divine Health, also göttliche Gesundheit. Für die Leute, deren Thema wirklich in erster Linie Gesundheit ist, und das ist ganz klar, das ist eines der schwersten Geschichten zu sagen, ich bin gerade zwar hier in meinem menschlichen Körper, in meinem menschlichen Sein, nach menschlichen Regeln sein, scheinbar nicht 100% gesund, aber aus meinem göttlichen Sein heraus bin ich 100% gesund. Und wenn ich jetzt sofort, keine Zeit, keinen Raum, aus meinem göttlichen Wesen heraus handle, dann muss ich nicht warten, bis ich gesund werde, sodass ich anfangen kann, mir das Leben, das mir wirklich zusteht, zu kreieren. Das ist ja auch nur eine Überzeugung. Danke, Sabine. Oder? Es geht also, oh, ich bin noch nicht gesund, ich kann noch nicht. Stimmt nicht, weil dein Geist ist immer gesund und dein Geist kreiert. Und deswegen brauchst du nicht irgendwie ein Gesundheitszertifikat oder irgendeinen Arzt, der die Gesundheit zertifiziert oder ausspricht, sondern du darfst dir das Wort geben, dass du jetzt aus deinem gesunden Geist heraus, aus deinem göttlichen, perfekten Geist heraus, hier auf Erden menschliches Leben kreierst. Und zwar neues menschliches Leben. Neues menschliches Leben aus neuer menschlicher aus neuen menschlichen Prinzipien heraus kreierst. Und damit bist du ein sogenannter Wayshower, wenn du diesen Weg gehst für dich, weil dann zeigst du die Möglichkeit für andere, dass dieser Weg offen liegt. Und das liegt mir so, so am Herzen, das alles aufzubrechen und euch möglichst mitzunehmen. Und eben, wenn du dich für Divine Health, also für göttliche Gesundheit interessierst, für dieses Programm, schreib mir auch. Weil diese ganzen Einschränkungen, die du spürst am Körper, die sind nicht real. Und du musst dich von denen nicht einschränken lassen. Und je weniger du dich von denen einschränken lässt, desto ein geileres Leben kannst du dir kreieren. So, jetzt lese ich mal kurz da, was die Joanne geschrieben hat. Ein Gedanke. Wenn man die universellen Gesetze nicht achtet, also die göttliche Ordnung des Universums, dann wäre es doch schlimm, wenn alle Menschen alles erschaffen können, was sie wollen. Denn im Universum bräuchte man nur ein Atom verändern und das ganze Universum würde zusammenbrechen. Daher denke ich, dass es nicht nur Beschränkung von jedem Einzelnen gibt, sondern auch eine göttliche Begrenzung. Einfaches Beispiel, unser technischer Fortschritt ist schön, hat aber auch viele Nachteile oder auch die Umweltsituation, radioaktive Substanzen. Vielleicht ist die 3D-Welt auch nur ein Übungsplatz, um zu lernen, Dinge zu erschaffen, die pro Schöpfung noch nicht Kontraschöpfung sind.
Ja, oder vielleicht ist auch diese 3D-Welt tatsächlich ja ein Übungsplatz, genau. Eine Welt, ein Raum, der aus diesen Perspektiven heraus entstanden ist. Nämlich aus der Perspektive heraus, aus dieser Materie zu Materie-Perspektive heraus. Aber wenn du in die spirituelle Perspektive gehst, in die energetische Perspektive, in die nicht duale, nicht getrennte, nicht vom Göttlichen getrennte Perspektive gehst, ist alles perfekt. Die Umwelt, jeder Mensch, dann ist eigentlich, du kannst überall das Paradies sehen und erkennen. Und je mehr du das Paradies siehst und erkennst, die Fehlerlosigkeit in allem siehst und erkennst, desto weniger bist du eben in dieser Welt der Einschränkungen zu Hause. Ja, desto weniger bist du in dieser Welt der Bedingungen zu Hause. Ja, das ist ein ganz, ganz anderes Denken. Dieses Denken, dieses göttliche Denken kennt keine Umweltverschmutzung. Dieses göttliche Denken kennt keine Krankheit. Dieses göttliche Denken kennt keinen Schmerz. Dieses göttliche Denken kennt nichts Böses. Ja? Dieses göttliche Denken, dieses göttliche Sein, das kennt nur absolute Perfektion. Und das ist eben diese Krux zu erlernen aus, sage ich mal, wenn du diese 3D-Welt, unsere Welt erkennst und wahrnimmst, sie aber in die göttliche Perspektive transformierst. Da musst du halt mit deinem Verstand, da geht es halt mit dem Verstand zu arbeiten und quasi zwischen zwei Dimensionen hin und her zu switchen und zu transformieren. Manche nennen es auch zu heilen. Und das ist genau das, um was es geht. Und wenn wir uns heilen, unsere Perspektiven heilen, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln und unsere Identität und unsere Identifikation verändern, dann verändert sich die Welt mit. Und wenn du aufhörst zu versuchen, diese Materiewelt zu verändern, sondern in dem höheren Reich, Raum auf Englisch anfängst wirklich zu sein und dich immer weniger zu identifizieren mit Materie, dann kommst du in deine Power und dann veränderst du auch Materie. Aber es kann nicht dein erstes Prinzip sein, Materie zu verändern, sondern dein erstes Prinzip muss sein, dein eigenes Sein wieder in die Wahrheit, in die göttliche Ordnung zurückzubringen und aus dem heraus zu denken und zu handeln und zu erschaffen. Genau. Also, ich wollte jetzt mal gerade zum Ende kommen und wenn ihr Fragen habt, entweder zu den Programmen, die ich jetzt angesprochen habe, aktuell läuft Divine Money. Aber wie gesagt, Divine Money, Geld ist auch wirklich der Katalysator für Gesundheit und für Business. Und wenn ich die anderen Programme, Divine Business und Divine Health, lanciere, dann fangen wir einfach nur an einer anderen Seite an. Aber ich kann dir versprechen, wir kommen immer zum gleichen Punkt zu dir, wer du wirklich bist, wo deine wahre Power ist, wo deine wahren göttlichen Rechte, deine göttliche Berufung überhaupt wirklich liegt und dass du das verinnerlichen darfst und dann als diese geschmeidige, wunderbare, leuchtende Person in Fülle und Gesundheit durchs Leben zu gehen und zu sehen, wie sich alles verändert. Nur durch dich. Nur durch dich, durch dein Sein, durch die Vorstellung von dir selber verändert sich die Welt. Und jeder, der dahin geht und bei sich anfängt, diese Arbeit, der verändert die Welt und der nimmt wieder andere mit, weil es ist alles Energie. Und das ist so wunderschön. Also. Ich hoffe, ich habe hier noch ein paar Leute abholen können, die an der Klippe sind und sagen, ja, ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie soll ich anfangen, wo soll ich anfangen, bla bla bla. Melde dich bei mir, steige mit ein
Es geht zusammen so viel leichter, es macht zusammen so viel mehr Spaß und es wird wirklich deine komplette Erfüllung sein, für dich da zu sein und die Welt zu verändern und die Welt wirklich einen Abdruck zu hinterlassen. Und die Welt, wenn du anfängst, dich zu verändern, die Welt wird nie wieder die sein, die sie vorher war. Weil die Welt, die du hast, die du siehst, ist ja nur deine Welt. Und du musst nur dich verändern und schon wird deine Welt anders. Du hast die Macht, du hast die Kraft, du bist dazu da. Es ist das, was du bist, was du hast, was du sein kannst. Also, ihr Lieben, ich komme nachher noch mit einer riesengroßen Überraschung, vor allem in die Facebook-Gruppe. Also, wenn du hier zuschaust, auf meinem Business-Profil nicht in der Facebook-Gruppe bist, komm unbedingt in die Facebook-Gruppe. Da hast du ja den Link bei mir. Finde heraus, wer du bist. Kannst eingeben, findest du, nicht finde heraus. Sie heißt ja jetzt nicht mehr finde heraus, sondern wir sind schon einen Schritt weiter. Sie heißt sei, wer du wirklich bist. Früher hieß sie, habe ich sie umgenannt. Sie hieß früher finde heraus, wer du wirklich bist. Aber jetzt sind wir schon next level. Sei, wer du wirklich bist. Also, falls du das noch nicht dabei bist und diese wunderbare Überraschung möchtest, die ich nachher noch hier reinstelle, komm in die Gruppe. Ein schönes, wunderbares Geschenk, das nochmal ein riesen Eye-Opener sein wird. Also, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Mittag. Es ist ja gleich High Noon. Genießt das Leben, genießt eure Göttlichkeit, schmeißt alle Begrenzungen weg. Trau dich, für dich zu gehen. Schau dir an, was wir hier gepostet haben über die Ergebnisse und die Möglichkeiten in Divine Money. Frag mich Sachen, schreib mir im Messenger am allerbesten. Ich antworte dir sofort, also sofort ich kann, natürlich. Und gib dir einen Ruck, steig ein, sei dabei, transformiere dich und die Welt. Also, tschüssi!